Na. Ui. Ich glaub's nicht. Wo sind ich wir jetzt? Franz. Randall Hicks, ehemaliger Zeitsklave. Im Moment interdimensionaler blinder Passagier. Und wer ja, sind denn Sie zum Henker? Was? Alles hat ein Vorher und ein Nachher. Alles hat einen Anfang und ein Ende. Unsere Geschichte, so wie viele andere Dinge auch, endet genau da, wo sie begann. Entschuldigung, was ist heute für ein Tag? Heute ist der Tag, an dem du eine zweite Chance erhältst. Die Chance, nach der du dich so lange gesehnt hast und für die du gekämpft hast. Der Ort? Eine Bar. Der Tag? Sonntag. Die Zeit? Etwas früher. Ich würde machen, alles besser. Wow. Sie wissen ja offensichtlich, wovon Sie reden. Wer sind Sie denn, wenn man fragen darf? Niemand von Belang. Nur ein Bühnenarbeiter im Schatten. Jemand, der sich hinter den Kulissen wohler fühlt. Ein Dramaturg, der seine Zeit an der Tastatur verbringt. Ich bin der Autor. Aber du kannst mich Rod nennen, wenn du willst. Wissen Sie, Rod, Sie erinnern mich an diesen obdachlosen Stalker. Der fuhr auch so aufs Mystische an. Aber dann haben wir uns zerstritten, obwohl... So unter uns... Ich weiß nicht, ob es an dem Anzug oder an der Zigarre liegt. Aber ihr zwei seid echt nicht vergleichbar. Sie sind mir so der klassische, elegante Typ. Absolut. Danke, Randall Hicks. Nun erfülle deine Bestimmung. Und hier, nimm das. Das wird dir nützlich sein, egal wo du hingehst. Okay. Was haben wir denn da bekommen? Ein falscher Bart. Können wir den anziehen? Was für eine Geil. Los, Wendel. Tja, dann halt nicht. Gut, jetzt haben wir die Chance, alles wieder gut zu machen. Einen neuen Start durchzuführen. Mit einem Schlüssel und einem falschen Bart. Großartig. Okay, können wir den irgendwie. Ja. Können nicht benutzen. Was für eine. Ja. Schauen wir mal. Okay, da ist mein anderes Ich. Wäre wohl besser, wenn der mich nicht erkennt. Ja, sehr gut. Ich glaube, ein Selbstgespräch wäre wohl jetzt das Vernünftigste. Zwei Wanders. Das klingen mag. Guten Abend, der Herr. Ich hätte da ein paar Fragen, wenn es keine. Ich dachte, wir sollen uns nicht begegnen. Ja. Das sollte man nicht machen. Hey, was glaubst du, was du da tust? Oh nein. Und mir selbst reden. Ich wollte nur mein anderes Ich davon überzeugen, dass es keine gute Idee ist, Metz Ring zu behalten und... Das geht nicht. Da musst du dir was anderes einfallen lassen. Selbstgespräche sind hier das keine Option. Das war nie so eine gute Idee bei Zeitreisen. Da könntest du mal wieder das Raum-Zeit-Kontinuum aus dem Gleichgewicht bringen. Ganz das genau. Ist zu riskant. Eine falsche Aktion und BUM! China dem Erdboden gleichgemacht. Ja, das passierte 54 schon mal. Wisst ihr noch? Ja, ich erinnere mich. Und du weißt auch noch, was wir durchmachen mussten, um alles wieder gerade zu legen. Deswegen lassen wir nicht zu, dass sowas nochmal passiert. Aber gar nichts, Junge. Du kannst mit dir selbst nicht interagieren. Du musst einen anderen Weg finden, deinen Doppelgänger loszuwerden. Und weißt du was? Den Schnauzbart solltest du auch dran lassen. Er hat recht. Gib dich einfach als jemand anders aus. Zwei Randalls an demselben Ort könnte verdächtig werden. In Ordnung. Gut. Mit Elaine können wir aber reden. Na, sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Entschuldigung, kennen wir uns? Tja. Allerdings. Kann ich dein Telefon mal benutzen? Ich muss meiner Mutter erzählen, dass ich die Frau meiner Träume gefunden habe. Klar. Aber sag ihr auch, dass diese Frau sich lieber umbringt, als dich zu berühren. Das war fies. Aber gut gekontert. Danke. Willst du was bestellen? Oder starrst du nur weiter auf meine Brüste? Oh, tut mir leid. Aber ich dachte eigentlich, dass deine Brüste mich anstarren. Ja, der war gut. Ach, mein du. Also, nenn mich misstrauisch. Aber du siehst aus, als kämpfst du gerade aus dem Knast. Was?
verfolgt uns. Auf keinen Fall. Sicher? Tja, wenn du einen Drink willst, zeig mir mal dein Bares. Mein Bares? Bares für Rares. Sieht das denn für dich wie die Wohlfahrt aus? Tja, nee, dann wären hier sicher viel mehr Kinder drin. Ich weiß, das geht mir nichts an, aber der Typ erzählt Sachen über dich. Wer? Na, dieser Wichser da an der Bar. Randall? Und was genau hat er gesagt? Tja. Er hat gesagt... Er sagte, ihr zwei habt eine magische Nacht in der Hütte seines Onkels miteinander verbracht. Er hat was gesagt? Ja, ich hab nicht nach mehr Details gefragt, weil ich ja kein Perversling bin, aber wer weiß, was der sonst noch alles rumerzählt. Entschuldige mich mal kurz. Was ist denn bei dir kaputt, Randall? Hey, was hab ich denn jetzt falsch gemacht? Ich weiß, was du rumerzählst. Was? Dass Sharknado gar nicht so schlecht ist, wie die meisten glauben? Hör zu. Du hast schon so einiges abgezogen, seit ich dich kenne, und ich hab immer ein Auge zugedrückt, aber... Diesmal hast du es zu weit getrieben, Randall. Ich weiß nicht, wovon du überhaupt redest. Was habe ich gemacht? Na, du läufst rum und erzählst Leuten, wir wären zusammen. Was? Du hast schon richtig verstanden. Ich habe es gerade erfahren und ich find's nicht witzig. Willst du dir ein lebenslanges Lokalverbot einhandeln oder was? Ich weiß nicht, wo du das her hast, aber ich erzähle schon nicht mehr, dass wir zusammen sind, seit du mir den Drink spendiert hast. Du weißt schon, der sich dann als Batteriesäure rausgestellt hat. Ich hoffe, du lügst mich nicht an. Elaine, ich schwöre, das muss ein Missverständnis sein. Okay, dann ist ja gut. Nein. Och Mensch. Wir müssen den irgendwie loswerden, jetzt haben wir nur noch einen Schlüssel. Okay. Ah, okay, ja. Entschuldigung. So ein Mist. Ich möchte mich für mein Verhalten... Nein, okay. Ja, klar. Kann ich bitte ein Bier... Tja. Kein Geld. Okay. Tja, haben wir es jetzt vermasselt oder was? Wir gehen doch mal raus. Jetzt unsere letzte Chance vermasselt. Oh. Ja, genau das wollten wir. Wendes Geldbeutel. Nein, der gehört mir. Entschuldige, Elaine. So. Kann ich bitte ein Bier haben? Ich sagte bereits, kein Geld, kein Alk. Ich habe gerade zufällig meinen Geldbeutel gefunden. Yep. Okay. Bier also. Ja, aber nicht für mich, sondern den Gentleman an der Bar. Randall? Ja, ich hatte den verwechselt, als ich sagte, der hat über dich geredet. Jetzt will ich mich bei ihm entschuldigen. Mach ihm doch bitte ein großes, ja? Wie auch immer, ist ja dein Geld. Ja. Für mich? Von dem Typen mit dem falschen Bart. Hey, zu einem Freibier sag ich nie nein. Hoffe bloß, dass der nicht irgendwelche Gefallen im Gegenzug verlangt, wenn du verstehst. Doch, dass du dich vom Acker machst. Das Abenteuer veränderst. Müssen wir ihn jetzt besoffen machen, oder was? Also müssen wir jetzt nicht besoffen machen. Super, den okay. Bin ich los. Jetzt muss ich nur noch seinen Platz einnehmen und auf Matt und Sally warten. Ich muss alles tun, um die Vergangenheit zu verändern. Schritt 1, Matt davon abhalten, sich zu betrinken. Schritt 2... ein Date mit Elena schleichen. Schritt 3. Hey, du, was hast du vor? Ich? Nichts. Nichts? Bist ein schlechter Lügner, Kumpel. Glaubst du, ich könnte in diese wunderschönen Augen blicken und einfach skrupellos lügen? Das würde ich nicht fertig bringen. Ach, wirklich? Meine Augen sind circa 20 Zentimeter weiter oben. Entschuldigung. Kann nichts dagegen machen. Oh nein, er ist zurück. Und nu? Verdammt, er ist schon zurück. Ich muss ihn etwas länger in der Toilette festhalten. Ja, wenn du nicht so lange reden würdest. Gut, dann noch mal ein Bier. Elaine? Stell doch diesen Rattler. Okay, jetzt ist er wieder weg. Jetzt dürfen wir nicht labern. Mit 2 Schlucken ganzes Bier. Jetzt drauf.
Na komm jetzt, hinterher. Na komm, auf die Toilette. Hallo Charlie. Was ist los, Charlie? Hast du gerade erfahren, dass Alf in Wirklichkeit ein Zwerg in einem Kostüm war? Wer zum Geier bist du? Lass mich in Ruhe. Was ist denn los mit dir? Kennst du deinen alten Freund Randall nicht mehr? Und warum bist du so komisch rausgeputzt? Du siehst wie Joaquin Phoenix in Her aus. Egal, das hier ist ernst, okay? Ich bin so dicht und so sauer. Ich flipp gleich aus. Mal langsam, Kumpel. Du machst einem ja Angst. Was ist denn passiert? Diese Wonder Comics Bastarde. Die haben Captain Red abgesetzt. Nach 35 Jahren. Er ist gar nicht, was die geritten hat. Er ist der beste Superheld aller Zeiten. Ja, weiß nicht. Ich fand ihn immer irgendwie lahm. Was? Hat mir nie eingeleuchtet, wie der seine Superkräfte erlangt hat. Ein radioaktives Fass in einem Paintball-Match. Ich meine, geht's noch? Aber mir gefiel Mooseman. Du weißt schon, der Typ, der Schokoladenmus aus seinen Händen verschoss. Mooseman, oder? Der war cool. Ja, eine geile Ära. Mit das Beste von Mr. Miller. Puh. Wenn ich den Typen erwische, der das zu verantworten hat, dann quetsche ich eigenhändig langsam das Leben aus ihm raus. Tja, euch Fans muss man aber auch die Schuld geben. Ich meine, ihr habt nicht gerade hinter ihm gestanden. Das waren nicht seine echten Fans. Die Typen sind erst eingestiegen, als vor 2 Jahren der Film rauskam. Aber jetzt, das Pinkeln im Hintergrund ist ein angenehmes Geräusch. Mögen sie plötzlich Captain Red nicht mehr. Ich hasse diese Parasiten. So ist halt das Leben, Charlie. Es gibt einen Anfang und ein Ende. Für alles. Ja. Ach, Bullshit. Das es gibt Sendungen, die laufen schon seit 70 Jahren. Ja, die sind aber auch gut. Jeden Tag sterben Leute, Randall. Erzähl das mal, Matt. Weißt du, dass gerade eben der Herausgeber von Wonder Comics das Pissbecken benutzt hat? Machst du Witze? Das ist nicht komisch, Mann. Mann, ich mein's ernst. Der kam rein und sagte, fuck Captain Red. Und dann hat er losgeschifft. Du meinst der Chefredakteur? Redest du von Connor McCarthy? Eben der. Der kam rein und sagte, fuck Captain Red. Und dann sagt er, ich bin Connor McCarthy. Ich glaub's nicht. Der traut sich, was seine Visage hier zu zeigen, nach dem, was er sich geleistet hat. Du solltest ihn einfach loswerden, weißt du? Ihn einfach umhauen oder so. Der sah nicht nach viel aus. Mit dem wirst du fertig. Ich leg das Arschloch um. Let's go. Was? Ich bringe ihn um. Nein, naja, nein. Nicht unbedingt umbringen, nicht aber. Sein. Du musst ihm nur etwas Angst einjagen. Oh wei. Ach komm schon, Mann. Das könnte schmerzhaft werden. Das ist ein bisschen zu extrem. Charlie, nein! Aua. Stirb! Oh, heilige Scheiße! Stirb! Zum Glück zensiert. Jetzt gibt's nur noch einen Wandel, fürchte ich. Stirb! Was? Tolle Sterbelaute. Okay. Aua. Das war grotesk. Oh, das sieht... Nie wieder Charlie auf die Eier gehen. Der Typ ist ein absoluter Psycho. Autsch. Gut, jetzt sind wir den Wandel los. Jetzt können wir seinen Platz einnehmen. Die Geschichte verändern. Bart wieder abnehmen. Oder was? Ja, wenn das Geldbeutel haben wir auch da. Daher sind wir jetzt in der Lage, die Rolle einzunehmen. Schuh. Oh, meine Leiche. Die beiden waren natürlich aus. Hey, man sieht ja kaum die Schnittwunden und das Blut. Cool. Oh, ja, jetzt bin ich wieder Randall ohne Bart. Na dann. Randall, wir sind da. Oh, hallo Freunde. Ah, na, jetzt wird alles genau besser zur gemacht. Rechten Zeit. Und wir wollen saufen bis zum Umfallen. Na klar, Süßer. Hey, Sally. Hi,
Randall. Oh nein. Du machst doch heute Abend keinen Quatsch, oder? Ja, ja. Kennst du? Ja, gut. Ich jetzt wissen wir wohl. Quatsch. Wer tut das nicht? Na komm, setz dich. Hier wartet ein schönes, kaltes Angst. Bier auf dich. Tja, da sind wir also alle mal wieder beisammen. Ja. In der Tat. Hey, was ist los? Ich verspüre Spannung in der Luft. Wovon redest du? Komm schon, hol dir noch ein Bier. Du kannst ja nicht mit einem leeren Glas anstoßen, oder? Du kannst es ja scheinbar kaum erwarten, dass Matt sich abschießt, Sally. Sollte uns das zu denken geben? Was? Kann man denn als Verlobte nicht wollen, dass sich der Liebste an seinem Junggesellenabend amüsiert? Eben. Das ist dein Problem, Mann. Oh. Ja, jetzt wo du sagst... Jetzt müssen wir die Tölpe davon abhalten. Ja. Liebling, bestell dir einen Doppelbock. Ja, andersrum. Gute Idee. Nein. Nein? Randall Hicks sagt Nein zu Alkohol? Wer bist du und was hast du mit dem echten Randall angestellt? Weißt du, wir haben in letzter Zeit sehr viel getrunken. Wir sollten es mal etwas langsamer angehen. Das glaube ich nicht. Du trinkst jeden Tag ohne den geringsten Grund. Und genau heute willst du nicht, obwohl wir so viel zu feiern haben? Mann, du bist mein bester Freund. Deswegen bist du hier. Aber wir machen bei meiner Hochzeitssause nicht einen auf anonyme Alkoholiker. Au! Das war mein Bein. Aber natürlich nicht, Süßer. Mach dir keine Sorgen. Hol dir ein Bier, ich bleib mit Randall hier. Okay, bin gleich wieder Mensch. Da. Bringt euch bitte nicht gegenseitig um, ja? Ja, sehr lustig, Süßer. Oh verdammtes nein. Das Stück Scheiße, was zum Geier sollte das werden? Ich will die Scheißwelt Apokalypse aufhalten. Sieh doch ein, dass das nichts bringt. Die Welt ist schon von Anfang an zum Untergang verurteilt. Mit dem einzigen Unterschied, dass ich diesmal die Königin der Unterwelt sein werde. Und das wirst du mir nicht versagen. Nicht, solange ich was mitzureden habe. Laut und deutlich. Aber weißt du was? Da hast du dich mit dem Falschen angelegt. Oh, oh, ich hab so eine Angst. Sag mal, Superman, was willst du dagegen unternehmen? Oh, ich werde dich den Tag verfluchen lassen, an dem du mir das erste Mal begegnet bist. Und glaub mir, das kann ich richtig gut. Ach ja? Und wie willst du das anstellen? Weiß ich noch nicht, aber eins weiß ich. Ich mach dich fertig. Du hast keine Ahnung, mit wem du dich anlegst, Arschgesicht. Hey, benimm dich und mach bloß nichts Falsches. Ich warne dich. Ich hoffe doch. Ja. Das werden wir sehen. Hi, Leute, bin wieder da. Ich habe eine Idee. Warum trinken wir nicht einfach irrsinnige Mengen Alkohol, um zu feiern, dass bald 66,6% der Leute hier am Tisch verheiratet sein werden? Gibt's was Besseres, um irgendwas zu feiern? Ach, ich wusste schon, warum ich mich für dich entschieden habe. Also, Randall, wie läuft's mit dir und deinem Mitbewohner? Ja, genau. Ist der inzwischen mal aus seinem Zimmer gekommen, oder was? Nee, der steckt schon seit Monaten in seinem Loch. Ich weiß nicht mal mehr, wie er aussieht. Kommt er nicht wenigstens mal zum Pinkeln raus? Ich glaube, deswegen hat er die ganzen Eimer. Der ist sicher schon tot. Ja, der grummelt immer, wenn er sich... Warte mal. Das hatte ich doch schon mal. Ich muss was unternehmen, und zwar schnell. Wie war das, Kumpel? Ja, jetzt, wo du sagst... Deine Freundin ist ein Scheißdämon, der die Welt zerstören will. Hey! Mann, was soll das heißen? Zeig dich, oh Hure Babylons! Mit Alkohol beschütten. Wow! Das hatte ich nicht erwartet. Das habt ihr gerade gemacht, oder? Was um alles in der Welt machst du? Ich improvisiere, weißt du? Tja, verändere die Zukunft. Das hast du richtig schön in die Scheiße geritten. Wie kommst du nur auf Hure Babylons? Das ist die Braut deines besten Freundes? Er wird mir niemals die Sache mit dem Robotaschenrechner verzeihen, oder? Wir waren nur Kinder. Was hat das mit allem zu tun? Es ist seine Verlobte. Glaubst du nicht, dass es da etwas zu weit geht, sie so zu nennen? Du hast ihr sogar dein Bier übergekippt. Ja, schon, aber... Was hast du denn geglaubt, dass sie die böse Hexe des Westens ist? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, in meinem Kopf klang es besser. Du musstest doch nur deinen Freund davon überzeugen, dass er sich nicht beträgt. War das denn so schwer? Oh Mann, da kennt ihr Matt aber schlecht. Egal, wir können das nicht so stehen lassen. Ehrlich?
Ihr wollt mir nochmal helfen? Nun, müssen nur das Gespräch etwas zurückspulen. Bitte nicht. Mach bitte versaus nicht schon wieder. Okay. Yes, Sir. Also, wie spult man das Gespräch zurück? Hungersnot wird dir sagen, was du machen musst. Na toll. Okay. Ich verstehe nicht. Ist das ein Rätsel oder so? Wovon redest du? Tu einfach, was er sagt. Aber was? Sag doch die Wahrheit. Verschwende nicht unsere Zeit. Mann, du hast aber eine lange Leitung. Wir machen doch nur Spaß. Glaubst du echt, die Geräusche haben irgendetwas zu bedeuten? Der Idiot hat doch nicht mal Unterkiefer. Aber... Niemand versteht ihn. Nicht mal wir. Aber es ist witzig, so zu tun, als ob... Kann man die Leute gut verarscht mit... Okay, das reicht jetzt. Wir schicken dich an den Anfang zurück. Versuch es diesmal nicht zu versauen, okay? Ich versuch's. An den Anfang zurück. Hey, benimm dich und mach bloß nichts Falsches. Ich warne dich. Aber wie sollen wir das machen? Wie soll das gehen? Oh, wei. Hi, Leute, bin wieder da. Ich hab 'ne Idee. Warum trinken wir nicht einfach irrsinnige Mengen Alkohol, um zu feiern, dass bald 66,6% der Leute hier am Tisch verheiratet sein werden? Gibt's was Besseres, um irgendwas zu feiern? Ach, ich wusste schon, warum ich mich für dich entschieden habe. Also, Randall, wie läuft's mit dir und deinem Mitbewohner? Ja, genau. Ist der inzwischen mal aus seinem Zimmer gekommen, oder was? Nee, er steckt schon seit Monaten in seinem Loch. Ich weiß nicht mal mehr, wie er aussieht. Kommt er nicht wenigstens mal zum Pinkeln raus? Ich glaube, deswegen hat er die ganzen Eimer. Der ist sicher schon das tot. Das kenne ich doch. Ja, der brummelt immer, wenn er sich... Warte mal. Das hatte ich doch schon mal. Ich muss was unternehmen, und zwar schnell. Wie war das, Kumpel? Ja, jetzt, wo du es sagst. Ah, das ist doch eine gute... Ja. Hey, erinnerst du dich noch an die Zeiten, wo wir Spaß hatten, ohne zu trinken? Eigentlich nicht. Wann soll das gewesen sein? Als wir noch Kinder waren. Sehr kleine Kinder. Weil ihr zwei habt ganz schön früh angefangen zu saufen. Ich fürchte, egal. Sowas, so wird das nichts. Das hatten wir damals noch unsere Gesundheit. Randall, das meinst du doch nicht im Ernst. Du hast mal Sekundenkleber in Matts Augentropfen getan und er ist fast blind geworden. Also fang hier nicht mit Gesundheit an. Nur fürs Protokoll. Das mit den Tropfen war Notwehr. Da hat er recht. Ich hatte das verdient. Ja, genau. Sind wir nicht langsam aus dem Alter raus, uns zu betrinken, bis wir umfallen? Aus dem Alter raus? Okay, na und? Wollen wir jetzt in den Park gehen, Enten füttern? Das würde ich zu gerne sehen. Ich sag ja nur, dass Trinken ohne Selbstkontrolle gefährlich ist. Einmal bin ich auf einem Boot nach Samoa aufgewacht und weiß bis heute nicht, was da passiert ist. Oh ja. Weißt du, ich glaube, ich hatte dich für frisches Obst eingetauscht oder so. Und du hattest sicher auch einen guten Grund, das zu tun, mein Freund. Aber ich meine, wir sollten einfach mal erwachsen werden und Verantwortung für unser Handeln übernehmen. Meint ihr nicht auch? Bist du sicher, dass du Randall bist? Ganz Mann, sicher. Ich mein's ernst. Wir sind erwachsen und vor allem du. Du wirst vielleicht sogar bald Vater, Matt. Lass das Thema mal stecken. Wir haben echt Schwierigkeiten, uns auf einen Namen zu einigen. Echt? Was habt ihr denn schon für eine Auswahl? Bitte, reden wir einfach über was... Wenn's ein Mädchen wird, Leia oder Wonder Woman. Und wenn's ein Junge wird... Warte mal. Hast du Wonder Woman gesagt? Klar, warum nicht? Das oder She-Hulk? Aber weißt du... She-Hulk ist ein bisschen lahmarschig. Und Sally will sie nicht Buffy die Vampirjägerin nennen. Weil das keinen Sinn ergibt, Matt. Soll der Zweitname unserer Tochter wirklich die Vampirjägerin sein? Sally, wir hatten das schon. Du hast gewonnen. She-Hulk und die Vampirjägerin sind vom Tisch. Also, entspann dich. Tja, dann kannst du auch Wonder Woman streichen. Dann will ich Silk Spectre wieder aufnehmen. Matt, denk doch mal eine Minute drüber nach. Willst du wirklich die Schaukel anschubsen und dabei deine Tochter... Silk Spectre nennen? Im Ernst? Stimmt. Spectre ist nicht sehr feminin. Aber es gibt ja immer noch Leia. Komm schon, Leia ist ein schöner Name. Ja, ist ein guter Name, das kann man mittlerweile... Am wenigsten hässliche, den du bisher vorgeschlagen hast. Das stimmt. Das kann man akzeptieren. Okay, und
Prinzenjunge ist? Oh, mir gefällt Scott. Wir könnten ihn Scotty nennen. Bist du verrückt? Gefällt Lucifer. Mein Sohn wird nicht den menschlichen Namen von Cyclops tragen. Na sicher, weil Ding aus dem Sumpf eine bessere Idee ist. Halt, halt, halt! Hey! Hast du mein Tagebuch gelesen? So langsam nimmt es ja Fahrt auf. Warte mal, geht's darum? Du willst uns zum Streiten bringen? Was? Ich wollte nur wissen, wie ihr eure Kinder nennen wollt. Nein, das nicht doch niemals. Ja, du weißt ganz genau, dass wir Schwierigkeiten haben, Namen zu finden, die uns beiden gefallen. Ach komm schon, Sally, ich war nur neugierig. Wenn jetzt irgendjemand uns hören würde, der könnte meinen, dass wir uns beide um Mets Zuneigung streiten. Und das wäre ja wohl komplett aus der Luft gegriffen, oder? Natürlich wäre es das. Außerdem bin ich Mets Braut. Ich kann Dinge für ihn tun, die du nicht kannst. Klar. Schmutzige Dinge. Verstehe. Ich glaube, die Schlacht habe ich gewonnen. Was? Ich sagte, genießen wir den Abend. Jemanden Schnaps? Oh, da hast du aber meine Gedanken gelesen, Süße. Ja. Hey, hat jemand Bock auf Go-Kart fahren? Oh! Hey, Jungs! Ich dachte, wir machen vielleicht was Romantischeres, um die Verlobung zu feiern. Weißt du, was richtig romantisch wäre? Der Vorschlag von dir ist, will ich nicht wissen. Mir gefällt Randalls Vorschlag. Okay, das reicht. Niemand geht Go-Kart fahren, okay? Das ist jetzt einfach nicht der richtige Moment. Die Sandy, die benutzt das Ganze. Ich rede von einem ganz normalen Rennen. Warte, warte, warte mal. Meinst du auch keine Bananenschalen? Seid ihr jetzt mal ruhig? Wir gehen nicht Go-Kart fahren, ja? Tja, Matt. Jetzt kannst du dir wohl vorstellen, wie das ist, verheiratet zu sein. Matt, ich rate dir, das nicht zu beantworten. Okay, entspannt euch mal. Tja. Ich liebe Go-Karts, okay? Aber ich freue mich auch auf das Eheleben. Wisst ihr, sich ein Bart wachsen zu lassen, nach jeder Stunde einmal aufs Klo zu müssen, den Kaffee schwarz trinken und selbstverständlich auch die Kinder zur Go-Kart-Bahn mitnehmen. Ich habe mir das reiflich überlegt, okay? Okay. Dann haben wir ja genug Zeit, zur Go-Kart-Bahn zu fahren, wenn die Kinder erstmal da sind, ja? Aber, wir können doch... Mensch. Hältst du jetzt endlich mal die Klappe, Randall? Das bringt nix. Du verwirrst meinen Verlobten. Ich lass nicht zu, dass du ihn so manipulierst. Ist das klar? Ihn manipulieren? Na, das musst du gerade sagen, Scarlett O'Hara. Nennst du mich eine Rassistin? Alter, nenn sie nicht Rassistin. Was? Ich hab sie nicht Rassistin genannt. Ich meinte bloß, dass sie auf Manipulieren steht, so wie Scarlett O'Hara. Das reicht jetzt! Ich bin ein guter Mensch. Ich muss mich nicht so behandeln lassen. Ach komm, ja, du bist ja nicht mal eine reale Person. Hey, wo kommt das denn jetzt her? Du meinst wohl, wo kommt sie denn her? Sie benutzt dich nur, Matt. Erkennst du das nicht? Sie ist ein fieses Monster aus der Unterwelt, das die Zivilisation zerstören will. Das bringt doch nichts. Ich glaub, ich geh einfach. Nein, 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 Liebling, Liebling. Der Einzige, der hier geht, ist Randall. Alter, hätte nie gedacht, dass du sowas bringst. Ich dachte, du wärst mein Freund. Das wäre noch eine Alternative. Wenn du über meine Freundin erzählst, dann tut's mir leid. Dann war's das. Aber Matt, ich will dir nur die Augen öffnen. Das reicht, Randall. Ich weiß nicht, was zum Geier heute mit dir los ist, aber du versuchst schon den ganzen Abend Sally zu provozieren. Und was ist mit ihr? Sie macht doch genau dasselbe. Randall, raus! Oh, komm schon.